Ein wenig lediert ist sie angekommen, meine zweite Bestellung bei Assam Beauty. In meinem ersten Video zu Assam Beauty, zu den Wundertüten, seht ihr eine Bestellung, die direkt am Anfang des Releases gemacht wurde. Das hier ist jetzt eine Bestellung so ziemlich mit der letzten Bestellmöglichkeit, bevor die Option, diese Wundertüten zu bestellen, nicht mehr möglich war. Und ich möchte mal so gerne Vergleiche ziehen. Diese Zeit war der Slot, um Wundertüten zu bestellen, unwahrscheinlich lang. Viele Tage, fast eine Woche, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so vorgekommen ist. Und mich interessiert jetzt, wie ist es, wenn man direkt am Anfang bestellt, versus wenn man erst ganz am Ende noch Wundertüten bestellt. Wir schauen rein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Abonnenten, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Assam Beauty Wundertüten, das ist doch immer so ein Ding, wo wir uns alle drauf freuen. Darum heute die zweite Runde. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich zu unboxen. Dieses Mal hatten wir ja auch die Möglichkeit, einen Code zu benutzen und sind dann mit 26 Euro ungefähr pro Wundertüte rausgekommen, was ich ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis finde. Ich verlinke euch oben nochmal das erste Unboxing der ersten beiden Wundertüten. Wenn ihr da gerne auch Vergleiche ziehen möchtet, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Heute geht es um zwei neue Wundertüten, ganz zum Schluss bestellt. Mal sehen, was für Produkte da noch reingekommen sind. Da haben wir sie, die beiden Wundertüten und in der Tat wieder unterschiedliches Gewicht. Das heißt, es könnten unterschiedliche Produkte drin sein, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Dann setzen wir die Tüte wieder nach hier links und nach rechts kommen die Produkte. Schauen wir doch mal rein. Dort haben wir den ersten Blick in den Beutel. Mit einem ganz großen Produkt starten wir Bath & Body Fruity Happy Orange, ein Duschgel mit 750 Milliliter. Ich werde mal schnuppern. Ja, und tatsächlich, das ist ein sehr schöner, frischer Orangenduft, zitrischer Duft. Angenehm, gefällt mir gut. Hier oben nochmal gesichert, damit nichts tropfen kann. Und das Ganze kommt als Pumper daher. Schon an der Farbgebung sieht man, dass es etwas für die Haare ist. Ich dachte, dieses Mal werde ich verschont. Ich habe so viele in den Wundertüten gehabt. Nichtsdestotrotz, das Shampoo habe ich schon aufgebraucht und das hat mir ganz gut gefallen. Hier haben wir jetzt den entsprechenden Conditioner mit Keratin Ahuhu Organic Hair Care in 200 Millilitern. Und da wir noch etwas Dunkles in dem Beutel haben, schauen wir uns das auch gleich an. Ein Haarspray Orange Blossom. Das ist hier die orangige Tüte scheinbar. Strong Hold and Shine in einer Größe von 300 Millilitern. Zwei Haarprodukte, ein Schauergel bisher. Und zwei Produkte haben wir noch mit dabei. Vitamin E, ein regenerierendes Nachtöl, Full Size 50 Milliliter. Das scheint die Vitamin E-Reihe zu sein. Vermutlich ein etwas reichhaltigeres Öl, damit sich die Haut regenerieren kann. Abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Gebrauch nur laut Anwendung und Augenkontakt vermeiden. Mehr findet man jetzt auf der Verpackung selber nicht. Schauen wir noch mal hier vorne. Dieses regenerierende Öl mit Vitamin E und Retinol ist speziell für eine Anwendung über Nacht formuliert. Es verschmilzt mit ihrer Haut und kann sie vor den Anzeichen vorzeitiger Hautalterung schützen. Kostbares Marula- und Arganöl in Verbindung mit wertvollem Nachtkerzenöl nähren und beruhigen selbst die empfindliche Haut für ein weiches, gepflegtes und erholtes Hautgefühl am Morgen. Ein interessantes Produkt, das es mal auszutesten gilt. Das vierte Produkt war etwas fürs Gesicht und das fünfte ist es auch. Magic Care Glow Up Cream Gesichtscreme mit Kombucha lässt die Haut makellos strahlen, frischer und jugendlicher Teint für geschmeidige, perfektionierte Haut. Das soll eine Pflege mit magischer Wirkung sein. Mit lichtreflektierenden Pigmenten für einen magischen Soforteffekt. Da steckt die Magie. Geschrieben steht, die leichte Creme sorgt für einen frischen Glow und zaubert durch lichtreflektierende Mineralpigmente den ultimativen Glam-Look. Kombucha-Extrakt bewirkt eine langfristige Optimierung des Teints, während ein spezielles Peptid
Peptid, die schimmernde Formel perfektioniert. Müde und fahle Haut erhält neue Energie und eine magische Ausstrahlung. Auch hier haben wir eine Full Size mit 50 Millilitern und das kommt in einem ganz hübschen Tiegel daher und ist auch noch versiegelt. Das sind die 5 Produkte aus der ersten Wundertüte. Gesamtpreis blende ich euch ein und dann schauen wir uns direkt einmal die zweite Tüte bzw. den zweiten Jutebeutel an. Der war etwas leichter als der erste und das ist der erste Blick in den zweiten Beutel. Da gibt es wieder einige Doppelungen. Wir haben zum einen noch einmal die glückliche Orange als Duschgel 750 Milliliter Bath and Body. Dann wieder etwas für die Haare von Ahoho, ein Haaröl. Monoi Tiare, ein Haaröl. Pflegt gestresstes Haar. Pflegendes Öl für alle Haartypen mit kostbarem Monoi, Abyssinien und Inka Inchi Öl. Verführerisch samtige Akkorde der Tiare-Blüte umschmeicheln ihr Haar. Eine kleine Menge auf das feuchte oder trockene Haar in Längen und Spitzen geben. Dann schauen wir mal rein, wie das Fläschchen ausschaut. Das ist eine Pipettenflasche. Da kann man sich dann die entsprechende Menge aufs Haar träufeln. Auch daran möchte ich einmal riechen. Das Öl hat einen ganz angenehmen, dezenten Duft. Gefällt mir sehr gut. Hier hinten haben wir noch eine Batchnummer, die ich aber nicht identifizieren kann. Wir kommen jetzt zu Produkt Nummer 3. Extra Rich Balm. Vitamin E Gesichtscreme in 30 Millilitern. Nicht ganz so viel wie das regenerierende Nachtöl, was wir aus der Vitamin-E-Reihe eben in der anderen Tüte hatten. Dieser reichhaltige Balsam mit Vitamin E, Macadamia-Nussöl und Chia-Butter schenkt intensive Pflege für raue Hautstellen. Die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und geschmeidig weich. Nach Bedarf auf die Haut auftragen und sanft einmassieren. Besonders gut geeignet für Knie, Ellenbogen und Füße. Wir sehen, es ist keine Gesichtscreme, sondern eine Art Rescue-Balm, Rescue-Butter für die Stellen, die besonders rau sind. Daher wahrscheinlich auch nur die Größe von 30 Millilitern. Noch ein Produkt aus der Vitamin-E-Reihe haben wir hier. Und es geht weiter mit den Haaren. Ein weiterer Conditioner. Da bin ich ja jetzt wirklich gut ausgestattet. Das ist sowas, was ich gut weitergeben kann. Ich habe noch Conditioner da. Phytokeratin, Amaranth und Macadamia-Nussöl ist hier enthalten. Wieder die 200 Milliliter. Jetzt bin ich gespannt auf das letzte Produkt. Und oh ja, es kommt endlich mal was Dekoratives. Eine Compact Foundation mit Hyaluron in der Farbe Soft Ivory. Das letzte Produkt weggenommen, sieht man gleich noch fiese Fussel mit im Beutel. Kann passieren, ja. Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass M. Asam farbgebundene Produkte hier mit reintut. Sehr, sehr schade. Das ist so ein Produkt, das mit Sicherheit nicht jedem stehen wird. Silk Sensation Compact Foundation. Dann schauen wir uns das mal an. Sehr hübsches Packaging. Und da haben wir die Foundation, die schon fürchterlich schwitzt. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Die schwitzt gewaltig. Da sind schon richtige Tropfen an der Seite. Das ist mit Sicherheit nicht mehr gut. Mir fehlt auch so ein bisschen die Quaste, um das aufzunehmen. Perfekt aussehen in einer Minute steht dabei. Ich werde das jetzt nicht swatchen, weil das möchte ich mir tatsächlich auf gar keinen Fall auf die Haut aufbringen. Ganz fürchterlich. Schwitzt und aus allen Poren kriecht da die Flüssigkeit. Natürlich wird mit dem Hyaluron geworben, aber trotzdem sollte das nicht so vor sich hin schwitzen. Ein Haltbarkeitsdatum haben wir nicht dabei. Ja, schade. Ganz davon abgesehen, dass das ein farbbündendes Make-up-Produkt ist, das auch nicht mehr in Ordnung. Also ich lasse auf jeden Fall lieber die Finger von. Dann schauen wir uns nochmal die beiden Tüten im Überblick an. Bevor der Überblick kommt, ich habe das nochmal hier in die Hand genommen und zumindest dieses linke hier, was ich in der zweiten Box habe, sieht schon ziemlich benutzt aus. Sowohl hier an den Seiten ist lauter Duschgel als auch hier oben auf sieht man, dass schon benutzt wurde. Das ist das andere, was ich kurz aufgedreht hatte. Und selbst wenn man es einmal aufdreht, ist es noch nicht so schmuddelig vom Aussehen her. Das ist eklig. Da scheint ein gebrauchtes Produkt
mit in die Tüte gekommen zu sein. Ich werde das gleich mal auswiegen, ob man da einen Unterschied erkennt. Bei der Menge kann ich das so jetzt nicht. Jetzt können wir mal direkt alles zusammenstellen. Hallo ihr Lieben, noch mal ganz kurz aus dem Schnitt. Ihr könnt euch schon denken, dass mir das Ganze keine Ruhe gelassen hat. Die fehlenden 27 Gramm in diesem Duschgel sind doch schon eine ganz schöne Menge. Hier zum Beispiel der Douglas Adventskalender mit 10 Millilitern. Dann haben wir hier 30 Milliliter Look Fantastic Mean Adventskalender 2023 oder NYX 30 Milliliter hatten wir in der Doc Morris Winterbox. Auch Molten Brown haben wir häufig in kleinen Größen drin. Das hat hier 30 Milliliter. Beim M-Assam Duschgel haben wir jetzt eine Differenz von 27 Gramm. Und man kann natürlich damit argumentieren, dass Füllmengen immer unterschiedlich sind, dass es da Abweichungen gibt. Ganz klar, verstehe ich. Allerdings, wenn man mal überlegt, in was für Auflagen abgefüllt wird, wenn man dann jedes Mal knapp 30 Gramm mehr abfüllt als die angegebene Menge, da kommen dann schon einige Liter zusammen. Ob sich das dann auf die Menge rechnet, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abfüllanlagen da doch sehr viel genauer abfüllen können. Was ich jetzt natürlich nicht nachmessen werde, ist die Differenz zu 750 Milliliter. Aber ich will mir mal anschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel 27 Gramm Duschgel sind. Ich habe die Waage mitgebracht und ein Glas und das Ganze werde ich jetzt erstmal eintarieren. Und ich habe ein Duschgel aus einer der letzten Buntertüten von M-Assam und damit werden wir mal 27 Gramm abmessen. Und ich hoffe, dass das Ganze so ein bisschen vergleichbar macht und man einen kleinen Eindruck bekommt, wie viel 27 Gramm Duschgel von M-Assam sind. Vielleicht ist es ja auch ganz wenig und dann habe ich mich einfach nur getäuscht. Aber ich finde die Frage spannend. Ja, da springt es nur kurz auf die 28. Das eine Gramm müsst ihr mir jetzt entschuldigen. Wir schauen uns das nochmal in einem anderen Blickwinkel an, damit man das leichter erkennen kann. Das ist schon eine beträchtliche Menge. Damit kann man schon eine Zeit lang duschen. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen, weil genau messen und beurteilen kann ich es nicht. Aber man bekommt einen gewissen Eindruck. Für mich persönlich untermauert das meine Vermutung, dass das Duschgel schon geöffnet und angetestet wurde. Dies ein kleiner Ausflug in Gewicht und Volumen von Duschgel. Weiter mit dem Video. Zweimal Duschgel, zweimal Conditioner, ein Haarspray und ein Haaröl. Aus der Vitamin E-Reihe sind zwei Sachen mit dabei. Ein extra reichhaltiger Balm. Wir hatten in der vorherigen Wundertüte diese wunderschöne Vitamin E 24 Stunden Creme. Und dann noch relativ random dabei eine Gesichtscreme von Magic Care. Damit zur Übersicht. Wir haben dreimal Gesichtspflege in irgendeiner Form, viermal etwas für die Haare, zweimal Körper und ein dekoratives Produkt, was nicht zu benutzen ist. Ich blende euch mal den Gesamtwert ein. Parallel auch nochmal ein Blick auf die anderen beiden Wundertüten, die ich am Anfang bestellt hatte. Ich habe jetzt hier tatsächlich das Gefühl, dass zum Schluss hin nur noch das reinkommt, was schon wieder zurückgegangen ist. Sehr haar- und körperlastig. Mein Fazit dazu ist, das hätte ich mir wirklich sparen können. Ich hätte die Sachen für den Preis nie und nimmer auch nicht in der Kombination gekauft. Aber es sollte ein Experiment mal sein. Wie es ist, direkt zu kaufen, sobald die Wundertüten online gehen oder ein bisschen zu warten. Ich lerne hier raus, lieber am Anfang die guten Produkte erhaschen. Wenn man sich nochmal den Inhalt der anderen beiden Jutebeutel anschaut, da war das doch viel bunter gemischt mit schönen unterschiedlichen Produkten. Für mich persönlich, meiner Meinung nach, habe ich hier einfach nur Reste noch zugeschickt bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Absolut enttäuschend, diese Runde Wundertüten. Aber das ist auch immer so eine Sache mit M-Assam. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Was sagt ihr zum Inhalt dieser Box? Oder feiert ihr die ganzen Haarprodukte? Würde mich sehr interessieren. Man hätte da noch viel draus machen können. Man hätte dazu noch einen Scrub setzen können. Man hätte etwas Schönes, Dekoratives noch dazu tun können. In den anderen beiden Tüten hatte ich einen Blush oder Nagellack. M-Assam hat auch schöne Lippenstifte. Sowas kann man auch mit reintun.
dass einfach das Verhältnis von dekorativ zu, ja, Skincare kann man gar nicht sagen, ne? Bodycare ein bisschen besser ist. Letztendlich ein spannender Versuch, sich das mal im Vergleich anzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Video. Lasst mir einen Daumen hoch da. Jetzt mal unabhängig von den Produkten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, passt gut auf euch auf.